Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8. Die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir gegen Repton und sein Schloss gekämpft. Und ja. Repton ist wieder zum Leben erwacht. Er hat seine vollkommene Form erreicht. Er ist. Ja, genau. Und wir müssen versuchen, ihn zu töten. Zu besiegen. Der Göttervogel Empyrea ist jetzt ebenfalls hier in der Welt des Lichtes, weil Repton seine Schergen oder ein Tor zur Welt der Finsternis geöffnet hat. Und dadurch seine Gefolgsleute hier in die Welt des Lichts bringen wollte. Und dadurch ist dann Empyrea ebenfalls durchgeflogen. Also haben wir jetzt wenigstens Empyrea auf unserer Seite. Gut, die ist jetzt auch nicht so stark, die ist aber ziemlich nervig. Also die können dann ein bisschen Repton im Kampf trollen. Also ich fand sowieso, dass der Kampf gegen Repton ziemlich pussyhaft war, also der erste Kampf gegen den. Da freue ich mich schon auf den richtigen Kampf. Ich hoffe mal, der ist etwas härter. So, wir sind nun auf der Suche nach den 7 Dragon Boards, damit wir Shenlong rufen können, damit er uns hilft. Und ja, laut meinen Erinnerungen sind diese Dragon Boards direkt an den Stellen, wo die 7 Weisen gestorben sind. War das gerade der Alchemiekessel? Ist der fertig? So, den Weg hier nach oben kennen wir schon mehr als nur gut. Mussten wir schon ziemlich oft hier hochlatschen. Nee, oh, immer wieder. Ich kann es doch nicht geben. Okay, dann hier rein. Ich wollte ja nochmal gucken. Ah nee, es gibt zu wenig Schleimkronen dafür. So, gehen wir hier durch. Ich hoffe auch mal, dass das dann jetzt der richtige Weg ist. Gut, uns greifen gerade sowieso keine Monster an. Ich habe ja eine heilige Schutzaura. Die scheint zu wirken. Und zwar erstaunlich lange. Jetzt ist er weg. Da machen wir eine neue. Haha, heilige Schutzaura. Und ich wollte ja auch mal gucken, was dieses Armee der alten Ding ist, das Jengis erlernt hat. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Was kann das denn? Das ist Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo, wo geht es eigentlich hin? Das ist Halo. Wir dachten, es wäre ein Planet. Doch dieser Ring ist eine Waffe, die wie ein Stern im Universum und so weiter. Ah, okay. Ja, hat's doch recht. Direkt da, wo alle Weisen gestorben sind, ist das. Naja, komm. Also, was soll denn da bitte schön Südost, nordostöstlich hier von Fairyberry sein, was ich gebrauchen kann? Hintertür. Gibt's überhaupt nichts, ihr scheiß lügenden Schwestern, ihr. Ich sag's euch, das sind Evil-Zwillinge. Das sind keine netten. Die sind alle voll böse. So, der nächste Weise, das war Abt Francisco in der Mael-Abtei. Und danach war es Golding. Da müssen wir in Zorg Goldings Villa.
Ja, kommt hin. Golding, danach ist es. Der eine. Was ist mit denen kaputt? Macht nicht so viel Lärm. Igitt, die ganze Hütte stinkt nach Alkohol. Haben die gesoffen? Der Zorn der Göttin ist über uns gekommen. Das rote Glühen am Himmel bedeutet, dass die Himmel sich öffnen. Die Zeit des jüngsten Gerichts naht. Und diese Idioten können den Unfug nicht sein lassen. Das ist jetzt keine Abtei mehr, keine Stätte des Glaubens. Ihr solltet gehen, Pilger. Okay. Auch nicht übel. Lol. Das ist auch cool. Das ist das beste Gesäft, das ich seit langem hatte. Bald wird Hauptmann Marcello auf der heiligen Insel Neos offiziell zum obersten Hohepriester ernannt. Hurra! Ihr seid echt dicht. Ein Ritter, der was auf sich hält, benötigt eine gründliche Erziehung im Umgang mit dem Schwert. Aber ein Ritter, der ein Glas in der Hand hält, braucht ein Bier und muss wissen, wie man mit den Weibern umgeht. Haha. Also lasst uns trinken und trinken und trinken bis zum Abwinken. Ihr gefällt mir. Ich wusste es. Ich war immer überzeugt, dass Marcello es weit bringen würde. Er und ich wurden unter demselben Stern geboren. Ein Prosit auf seinen Erfolg. Ich werde die ganze Nacht auf sein Wohl trinken. Wenn ich die Wahl hätte, mit welcher von den dreien ich ausgehe, uff, das wäre eine schwierige Entscheidung. Sag mal her. Ganz sicher die in der Mitte. Hui! Ganz sicher die in der Mitte. Ganz sicher die in der Mitte. Hui, schaut euch an, wie die sich bewegt. Nett. Schaut euch diese rote Feuerwerk an, die ganze Welt feiert. Marcellos Ernennung zum obersten Hohepriester. Oh Gott, die sind wirklich hackedicht. Ah, wenn man mitten am Tag trinkt, dann läuft es noch viel besser runter. Wer will denn schon auf den Abend warten, um einzuheben? Da sagst du was. Das ist meine Meinung. Den Templerunterkünften sind da hinten. Die Templerunterkünfte sind da hinten, sind die Templerunterkünfte. Ah ja, okay. Ist okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe schon, ist okay. Ja, Hauptmann Marcello ist. Das ist schon cool. Das interessiert mich aber alles nicht, denn hier hinten müsste es doch jetzt noch die nächsten Dragon Ball geben. Da ist er! Genau! Eine goldene Kugel. Oh. Mit wie viel Sternen? Was ist mit dir los? Ab, Francisco im Himmel, wie eure erhabene und edle Seele uns auf den Pfad der Rechtschaffenheit geführt hat. Bitte rettet unsere unruhige Welt und rettet die sündigen Templer, liebter Ab Francisco. Der Kleine glaubt wenigstens noch an was. Jo, der nächste war dann Golding. Also Teleportation nach Baccarat. Danach war es. Ne, da fehlt doch einer. Ach so, ja, jetzt habe ich schon wieder den Hundetypen vergessen. Der hat keinen großen Eindruck bei mir gemacht. Das Problem ist, ich habe keinen Plan, wo Golding gestorben ist in seiner Villa, aber wo da? Ich meine, Golding war ja der Einzige, dessen Tod wir nicht wirklich miterlebt haben. Was ist denn hier kaputt? Okay. Hm.
Platsch, platsch, platsch. Ich hoffe mal, das haben wir im Part 100 nicht schon gesehen. Elende Krake, bereite dich auf dein Ende vor! Ah, er blendet mich, ich kann nichts mehr sehen. Ja gut, wollen wir dem mal helfen. Ah, okay, ich kämpfe gegen den. Ich hoffe mal, das haben wir im Part 100 nicht schon gemacht, denn ich wusste, dass der hier irgendwann auftaucht, ich wusste nur noch nicht wann. Deswegen, falls wir es im Part 100 schon gemacht haben, ihr könnt einfach wegschalten. Wobei könnt ihr nicht, der Part ist noch ziemlich lang hier. Ich glaube aber kaum, dass wir das bereits im Part 100 gemacht haben, denn der ist ziemlich stark. Ziemlich stark. Zieht euch das Vieh mal rein, das überlebt eine Runde von mir, wo ich alle... Oh, tja. So viel zum Thema ziemlich stark, ne? Der hat einfach nur viel Leben. Jetzt ist er weg. Oder auch nicht, der hat echt enorm viel Leben. Alter, was hält der denn aus? Hallo? Genghis? Genghis? Ja, okay, wollte schon gerade sagen. Das war doch kein normaler Gegner. Okay, damit ist der Krake besiegt. Danke, ihr habt uns vor einer Katastrophe gerettet. Aber was wollen wir jetzt machen, wenn Cash und Carrie davon Wind kriegen? Wir werden sicherstellen, dass das niemals bekannt wird. Das Ganze ist zu weit gegangen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie den Mund halten. Ich kann euch auch noch die Köpfe abtrennen. Ja, wir müssen sie mit Jedons kaufen. Da bin ich dabei. Bitte, wir geben euch 200 Jedons, wenn ihr versprecht, Cash und Carrie nichts dafür zu erzählen. Nein, 200 doch nicht, das ist ein bisschen wenig. Wollt ihr noch mehr aus mir rausholen? Ich kann euch 400 anbieten, aber das war's. Mehr geht nicht. Nö, auch zu wenig. Ich hab's gesagt, dass ich euch nicht mehr geben werde. 400 ist mein letztes Angebot. Nee. Ja, okay, dann nehme ich 400. Danke, ich werde die Jedons auf euer Konto überweisen. 400 Jedons, was will ich denn damit anfangen? Das ist doch nix. Meine Güte. 400 Jedons. Damit wische ich mir jeden Morgen den Arsch ab, aber so oder? Wieso ist die Tür jetzt verschlossen? Bitte sagt Cash und Carrie niemals etwas über den Kraken. Vergesst nicht, ich bezahle euch für euer Schweigen. Wenn die sind in die andere Richtung weggelaufen. Wie sind die so schnell hergekommen? Und wieso ist die Tür hier zu? Macht doch nicht so eine Scheiße. Ihr wollt mich doch verarschen. Oder war das jetzt eben Nacht und deswegen war die Tür zu? Und das ist jetzt Tag. Ja, dann war noch Nacht, dann ging die Sonne nur auf. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wow. So, da ist jetzt nur die Frage, wo ist die Kugel? Wo ist der Dragon Ball? Der lässt sich so richtig gut gehen. Ob die vielleicht irgendwas wissen? Ich frage einfach mal. Lange nicht gesehen. Carrie und ich verstehen uns noch immer wie, naja, Bruder und Schwester. Aber hört euch das an. Erinnert ihr euch noch an das Bild meines Vorfahrens im Raum des Urteils? Nachdem wir es gesehen hatten, habe ich ein bisschen im Familienarchiv herumgestöbert. Ich habe herausgefunden, dass die Familie der Goldings einen ganz besonderen Stammbaum hatte. Sie hat irgendwas mit einer bösen Macht zu tun, die unter ein Siegel verbannt wurde. Und wenn es keinen Nachfahren mehr gibt, versinkt die Welt in Dunkelheit. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber hier steht es. Ich glaube langsam, dass all die merkwürdigen Vorkommnisse in letzter Zeit etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun haben. Der hat doch auch irgendwas gelächelt, oder nicht? Also. Okay. Du?
Hallo, seid ihr den langen Weg hierher gekommen, nur um uns zu sehen? Ich bin erstaunt und gerührt. Aber wenn ihr mich wirklich glücklich machen wollt, geht rüber ins Casino, gebt einen ordentlichen Batzen Geld aus. Ich will einen Dragon Ball. Gebt mir einen Dragon Ball. Dragon Ball! Finde deine 7 Dragon Balls und deine Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Ball? Ah, Dragon Ball! Ja! Eine gelbe Kugel. Schön, schön. In ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Die Feinde lauern überall, denn jeder sucht die Dragon Ball. So, Teleportation nach Arcadia. Dann kommt jetzt der 5. Dragon Ball. Fliegt dorthin, wo unsere Sterne... Fliegt dorthin, wo unsere... Nehmen Sie mit, lass keine Zeit verrennen. Wir werden beide sein auf der Suche nach den Dragon Balls, Sora. Hatten die irgendwas zu den Dragon Balls zu sagen? Hat sie die überhaupt gesehen? Ich habe einen großen Stein am Himmel vorbeifliegen sehen. Ich frag mich, ob Dominico etwas darüber weiß. Einen großen Stein? Oder fragen wir mal Dominico, weißt du etwas darüber? Weiß der etwas darüber? Du musst wieder von vorn beginnen als Kind. Die Dunkelheit bezwingen. Du brauchst deine ganze Kraft. Die Zukunft der Welt liegt in deiner Hand. Ah, hab ich als recht gehabt. Ich dachte mir, dass ihr vorbeikommen würdet. Ich fühle es. Ein schreckliches Gefühl. Bevor der Himmel sich rot färbte, hatte ich schon ein schreckliches Gefühl. Aber jetzt ist es noch weitaus schlimmer. Es ist nun unmöglich, das Böse zu versiegeln. Wir können es nur zerstören. Viel Glück, Maxigit. Die Verantwortung, die einst die großen Weisen trugen, das sind nun auf euren Schultern. Und der steht einfach da dumm rum. Anstatt sie sich alle wie in solchen komischen Kinderfilmen zusammen so eine Allianz bilden und so und hier alle zusammen gegen das Böse kämpfen, so Calderasha, der Typ. Der blinde Hexer da im Wald. Prinz Schamhaar. Oh, nee, der kann ruhig allein dahin gehen. Der kann allein gehen. Ja, gestimmt. Wir opfern Schamhaar. Hier hast du unseren Prinzen. Jetzt lässt du unsere Welt in Ruhe. Er kann ja deine Welt regieren. Der Schamhaar labert den Webton noch zu Tode. Hier ist keine. Ne, okay. Dann also ab in die Ruinen. Ob der Typ uns nochmal ein paar Brandkräuter gibt? Ich meine, ist jetzt nicht so, als würden wir die benötigen, aber. Ah, hier ist er. Oh, die sieht ja geil aus. Eine rote Kugel. Oh, die sieht ja echt geil aus. So, da teleportieren wir uns jetzt noch schnell zu den obersten Hohepriester, falls wir da hinkommen können. Natürlich können wir das nicht. Wie sieht's denn nun mit dem Alchemiekessel aus? Ah, hab ich das schon nachgeguckt oder hatte ich doch was Neues, oder? Ja, ach ja, genau, ich wollte hier mein Schild machen. Jo, da fliegen wir jetzt mal los. Holen uns noch den letzten Dragon Ball. Und danach geht's wieder auf zu Empyrea.
Ich weiß nicht, ob sie das gefunden hat, was sie haben wollte. Wäre geil, wenn wir noch einen Fokus-Tamburin bekommen würden. Am besten noch 4 Fokus-Tamburine. Moment mal, wir müssen da runter. Da. Und landen. Und eigenartigerweise bin ich jetzt doch definitiv wieder hinter dem Haus. Ja, natürlich. Oh, mein Schwert, das blitzt so schön auf, immer so. Guck mal, wie das Licht da und so. Seht ihr? Boah, das sieht cool aus. Irgendwie ist es ein bisschen zu groß für mich, oder? Na, bei mir ist alles zu groß für mich. Der war so schlecht. Okay, dann müsste es hier oben noch die letzte Kugel geben. Tatsächlich, da ist er. Was hast du zu sagen? Seid ihr hier, um die letzte Ehre zu erweisen? Dann geht bitte durch die Tür. Dort liegt seine Heiligkeit aufgebahrt. Die vergraben den nicht mal. Was heißt denn das für eine Scheiße? Die lassen den einfach hier im Sack liegen, dass jeder ihn angucken kann. Oh, eure Heiligkeit. Ich habe den Eindruck, dass dies hier der sicherste Ort ist. Ich kann den himmlischen Schutz seiner Heiligkeit spüren. Ich glaube, der rote Himmel ist eine Art Zeichen unseres schmerzlichen, vermissten obersten Hohepriesters. Ich bin mir so gut wie sicher. War nicht noch jemand? Okay, gib mir die Kugel. Nein, du doch nicht. Ich will die Kugel. Oh, jetzt hör doch auf mit den Labern hier. Gib mir nur die fucking Kugel her. Ich will nicht mit dir labern. Ja, gut, endlich. Die silberne Kugel. So, da fliege ich mal jetzt auf zu Empyrea. Und dann kommt, denke ich, dann auch mal im nächsten Kampf Raptorn dran. Diesmal der echte. Dann wird das dann wohl im nächsten Part auch das Ende des Let's Plays sein. Denke ich mal. Ich meine, je nachdem wie stark Raptorn ist, vielleicht brauchen wir für den Kampf auch 2 Parts, aber ich glaube mal nicht. Ich meine, wir sind ja auch jetzt nicht von schlechten Eltern. So. Da ist er hier in seiner Kugel. Da hinten ist Empyrea irgendwo. Nur wo da? Und landen. Ha, fast perfekt, Alter. Ich bin gut. So, ich habe ja jetzt alle 7 Dragon Balls. Katzen. Ein Glück sind die Evil-Schwestern weg. Habt ihr alle Kugeln gesammelt? Ja, hab ich. Auch ich habe gefunden, was ich suchte und bin seit kurzem wieder zurück. Ich möchte euch geben, was ich gefunden habe, aber so kann ich das nicht. Bitte räumt euer Gepäck auf, damit jeder von euch Platz für einen weiteren Gegenstand hat. Ihr könnt die Kugeln in den Beutel legen. Dann werde ich euch die letzte Hoffnung der Welt auf das Überleben geben. Okay. Nee, wollte ich noch nicht. Ich wollte mal, damit jeder... Wir hatten kein... Jengis, du Schlawiner. Da kommt die Bun-Body hier ja war weg und so. Transporter Yggdrasil bleibt dahin.
und rannst vor den Gebetsring dahin. So, jetzt hat jeder Platz. Also. Böse Elle Zwillinge, mit euch rede ich nicht mehr. Ihr seid böse. Seid böse. Ja, also ich habe das gefunden, was vielleicht die letzte Hoffnung dieser Welt darstellt. Nun überlasse ich es euch. Hast du mich gefunden? Wir kennen uns doch schon etwas länger. Ich pinkel die jetzt hier. Ich meine, ich weiß, das ist Scheißhaus. Wow. Das Scepter von Drodain! Seid vorsichtig damit! Es steckt voller Hokuspokus! Fasst es nicht an! Es gibt keinen Grund zur Panik. Das Scepter birgt Raptorns Seele nicht mehr. Jetzt enthält es nur noch die Seelen der sieben Weisen. Im Laufe seiner langen Geschichte ist die Wahrheit, die sich hinter dem Scepter verbirgt, verloren gegangen. Zu Beginn wurde es von den Händen der sieben Weisen geschmiedet, unter meiner Anleitung. Und sie gaben ihm einen Namen. Sie nannten es das Göttervogel-Zepter. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr den dunklen Schild durchbrechen wollt, der Raptorn umgibt. Erst wenn dieser zerbrochen ist, wird er verletzbar sein. Erst dann könnt ihr gegen ihn kämpfen. Ich werde euch zu ihm fliegen. Der Fürst der Finsternis wird euch in einen tödlichen Kampf verwickeln. Doch ihr müsst seinen Angriffen widerstehen, während ihr um die Macht des Scepters betet. Wenn ihr vier im Einklang mit seiner Macht betet, werdet ihr der Reihe nach die Seelen der Weisen beschwören, um die Macht der Kugeln freizusetzen. Ich habe keine weiteren Ratschläge für euch. Versteht ihr, was ihr tun müsst, wenn ihr den Fürsten der Finsternis gegenübertretet? Nö. Dann werde ich es euch noch einmal erklären. Nee, hör auf. Ja, komm. Wir haben so schon wieder zu lange aufgenommen. Dann können wir es uns nicht leisten, diesen Kampf noch länger hinauszuzögern. Seid ihr bereit? Ich glaube, ich werde hier bis Level 45 oder 46 mal trainieren. Kann ja nicht schaden. Ich meine, das soll der letzte Gegner sein. Ich will nicht wieder draufgehen wie bei Duel Magus. Also, ja, Duel Magus war schon heavy. Duel Magus war gar nicht geil. Egal, dann sehen wir uns einfach mal im nächsten Part. Ich freue mich über Kommis und Likes. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelühüh.